Anders als vor 2 Jahren haben wir viele Aussteller, die im Außenbereich aktiv sind. Man kann dort Busse live und in Action erleben. Das ist ziemlich spannend und ich freue mich darauf. Darüber hinaus haben wir neue Formate entwickelt, einfach auch mit dem Hintergrund, etablierte Unternehmen und Startups miteinander zu vernetzen. Eines dieser Formate ist Bus to Pitch mit einem Gewinn für eines der erfolgreichen Startups am Ende des Tages. Oder Bus to Connect, eine Technologietour mit angeschlossenem Networking im V-Space in Berlin. Anders als zu der Premiere vor 2 Jahren haben wir in diesem Jahr Busse, die sich live und in Action draußen im Freigelände präsentieren. Das wird spannend. Ich freue mich außerdem auf 2 neue Formate, die wir ebenfalls neu eingeführt haben, um etablierte Unternehmen mit neuen Akteuren aus der Mobilitätsbranche zusammenzubringen. Das ist Bus to Pitch, ein Startup-Pitch mit anschließender Preisverleihung, und Bus to Connect, eine Art Startup-Safari durch Berlin mit anschließendem Networking im V-Space in Berlin-Mitte. Wir könnten uns keinen besseren Veranstaltungsort für die Bus to Bus vorstellen. Die Bus to Bus ist mitten im Zentrum von Politik, Medien und Verbänden. Hier werden die Weichen für die Zukunft gestellt und die wichtigen Entscheidungen getroffen. Außerdem ist Berlin schon seit langem Hotspot des europäischen Fernverkehrs.